So ist das. Ne? Ein Spotty kann man halt nicht einfach mal so tot sterben lassen. Das geht nicht. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Auf meinem Weg zum Tod an meiner Seite der Attaboom. Hallo Sponti. Ja, wie ihr seht, wir haben uns kurz erholt, weil letzte Folge wurden wir überrannt. Okay, ich habe nicht viel davon gesehen, weil der Atta hat das gemacht. Ich bin heldenhaft ins Haus geflüchtet. Ich bin rausgekommen, als es wieder alles ruhig war. Also ich habe alles richtig gemacht. Ihr geht dazu anderen. Deswegen nicht böse sein. Ja. Spotty? Spotty? Das lässt er mich ja noch alleine. Sponti? Entschuldigung, mein Mikro ist irgendwie gerade abgekackt. Achso. Willst du mal neu anfangen? Nö, das schneide ich raus. Das ist nicht so wild. Wo war ich denn stehen geblieben? Ja, also ich bin ja episch abgehauen. Ja, bla 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 bla. Du willst das jetzt rausschneiden? Was? Ja, schneide einfach raus. Okay. Ich lasse es so, ist egal. Was? Weiter. Ja, und das ist ja schwierig. und denn der Atta das Wort. Du wolltest gerade erzählen, von wegen der Horde überlebt, bla bla, und dann weiß ich auch nicht weiter. Genau, und ich bin ja episch ins Haus geflüchtet, genau. Hab ja mit Stimmung gemacht. Und der Atta, der wusste wohl anscheinend, wie viele Zombies das sind, weil er hat ja gesehen, die gehen da zu mir. Ich kam ja erst wieder raus, als die Lage sich wieder beruhigt hat. Aber das ist ja nun mal der Preis, den Atta zahlt. Ja. So ist das. Ne? Ein Spotty kann man halt nicht einfach mal so tot sterben lassen. Das geht nicht. Nee, man muss mich schon schützen. Richtig. Das ist wichtig, existenziell. Aber sowas von. Und wir haben jetzt natürlich vor, wir sind jetzt dabei, die Mauer zu bauen. Weiterhin. Beziehungsweise eigentlich könnte Atta ja einfach nur alles abhauen, was abgehauen werden muss. Und könnte dann schon draußen weitermachen. Das kann ich auch machen, ja. In der Zeit mache ich den Mauer fertig. In der Zeit kann er schon mal wieder die Spikes hier neu setzen. Und wenn ich denn hier drinnen aufgewertet habe und Woodframes gesetzt habe, helfe ich ihn draußen. Ja, also Schaufeln haben wir ja schon offscreen gebaut. Ja, Eisenschaufeln. Vor allen Dingen, ich habe auch, ich habe jetzt schon ein bisschen angefangen aufzuwerten. Das heißt, ich habe ein bisschen Arbeit schon abgenommen. Genau, genau, ein bisschen hat er ja auch getan. Und ich habe ja eh noch genug Spikes. Also wir haben uns gerade eben auch überlegt, dass wir auf jeden Fall, wir haben uns überlegt, zwei Reihen reichen nicht. Ich denke, wir werden noch eine dritte setzen. Ja, wir haben mal gesehen, wie schnell es weg war. Ja, also die Loks waren auf jeden Fall schon mal gut. Die werden wir setzen, wir werden aber auf jeden Fall noch eine Runde Spikes dann rumbauen. Ich habe noch 126 auf Tasche, das passt. Ganz genau. Das hat er gut gemacht. Ein Teilabschluss gleich auch schon wieder fertig, passt auch gut. Wie oft wertest du das denn auf? Warte. Ich mach es momentan die maximale. Stopp. Zombie! Kreischer! Nein! Wo denn? Beim Eingang. Ich sehe nichts. Die liegt hier. Hier, wo ich stehe. Unten. Dann bin ich ja beruhigt, dass sie da ist. Vielleicht kommen wir noch an den Loot irgendwie ran. Ja. Munition, Essen und ein verschimmeltes Toastbrot. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie beim Kreischer-Hotspot. Ja, letzte Folge 2, jetzt schon wieder eine. Alter. Evil Cardevil. Echt, es nimmt schon wirklich Methodik an. Ja, die sind schon out. Die denken, die wären cool.
Vielleicht werden sie ja durch den Turm angezogen. Vielleicht werden irgendwelche Ultraschallfrequenzen ausgesendet, die Kreischer anziehen. Ich habe keine Ahnung, was mit dir kaputt ist. Hm? Ich sage, ich habe keine Ahnung, was da kaputt ist. Verstehe ich nicht. Oh, mach doch nicht immer dieses Serverfenster auf. Möchte ich nicht. Möchte keinen Befehl eingeben. Aber wir sind sogar fast schon mit der Mauer fertig, ja. Ja, ich muss jetzt gleich meine Axt reparieren hier, meine Pickaxe. Ich habe noch 5 Schläge, dann ist sie hin. Ja, ein paar mehr noch. Aber so gut wie hin. Es sei dir vergönnt. Ah, wir könnten die momentan auch mit Scrap Iron noch verstärken, aber ich glaube, das wäre eher noch Verschwendung. Ich glaube, die erste Horde wird das nicht so einfach alles wegreißen. Ja, wenn höchstens die untere Reihe einmal. Wir haben ja genug Eisen in der Forge drin. Es kommt ja immer wieder was nach. Also wir haben jetzt Eisen haben wir 3500 fast. Und ja, da haben wir ja schon ordentlich was. Und wir müssen auf jeden Fall noch Fackeln herstellen. Für draußen. Ah, stimmt. Weil ich habe ja keinen Mining-Helm. Ich sehe gar nichts. Da höre ich gerade ein kleines Mimimi. So, lass ihn Atta weiter spielen. Ja. Und fang hier schon mal an. Ja, das ist auch das Atta-Play. Atta-Play? Ja. The play to be. Ja, das ist auch eine Art. Ich glaube, meine Hand schläft gerade ein. Deine Hand schläft? Einfach gedrückt halten, ja? Ah, die blöde Mauskrankheit, weißt du? Ja. Ah, und der halbe Tag ist fast um. Wir hätten das Ganze auch was anderes machen können, wir gerade ein. Wir hätten die ablassen können und hätten ja mal ringsherum einfach unten vom Boden hoch nochmal ein paar gesetzt. Das heißt, sie hätten sich erstmal durch das Eisen hauen müssen und durch den Stein. Fällt mir gerade mal so ein. Ja, ist eine gute Idee, Atta. Gut, dass es dir jetzt einfällt. Ja, besser spät als nie, ne? Ich möchte bitte, dass du diese Dinger wieder aufbaust. Im nächsten Let's Play zusammen. Alpha 15. Okay. Da gibt's die wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Da ist das dann aus Watte. Richtig. Also das Ehrliche an hier ist, dass wir ja den Boden gar nicht aufwerten können. Also reparieren können, hier die Steine. Da brauchen wir ja Kabels dafür. Da können wir denn keinen Concrete Mix und sowas machen? Ich nichts brauchst du nicht, brauchst ja nur Cobblestone. Aber die können wir da auch machen, oder nicht? Weiß ich nicht. Hab ich gerade einen Zombie gehört? Ich nicht, ne? Ah doch, Cobblestone können wir machen. Mit Klee haben wir ja, doch, können wir machen. Das heißt, wir müssen einmal ringsum die Steine dann auch mal aufwerten, reparieren, wo sie schon gehauen haben. Cobblestone Frame meinst du, ne? Ray Rock. Also hier zeigt er mir jetzt nur den Rock. Ah hier, Cobblestone Rocks. Soll ich davon schon mal welche produzieren? Ja, kannst du machen. Gehen wir da ran, danke. Stein. Machen wir kein Klee mit? Doch. In der Forge. Achso, hier gab es gar keinen. Wie kommt man nochmal splitten? Aber rechte Maustaste oder ziehst du?
Ah, so. Und dann gehen wir. Na, raus da. Dann. Da, Cobblestone Rock. So, das kann er mal nebenbei machen. Jetzt setzen wir die restlichen Woodframes und dann ist die Mauer auch fast schon fertig. Ich hab ein paar schon gesetzt. Na, siehste. Klappt doch wunderbar. Ja, wir sind halt abgestimmt. Nein, nicht dahin. So. Dann noch dahin, dahin, dahin. Ey! Und dahin. Was denn? Ich hab mich verletzt. Was hast du denn gemacht? Ich bin in den Dings gelaufen. In die Sterils? Yep. So, jetzt können wir das erstmal hoch, alles hochbauen. Oh ja, wird gar nicht lange dauern. Ah, ich glaube, damit bin ich noch bis zum Ende des Tages beschäftigt. Ach Quatsch, geht schnell. Das behauptest du. Du musst es auch nicht machen. Ich hab's ja nebenbei auch schon gemacht. In der letzten Folge. Ups. Aber Judata hat ja jetzt Zeit, dass er sich draußen drum kümmern kann. Das ist ja auch noch wichtig. Ja, ich repariere gerade die Teile hier. Ja, eigentlich müssen wir noch komplett aufwerten, aber das ist einfach zu teuer. Ja, und da hat auch an sich ja noch keinen Zweck. Ja. Wie viel machen wir dann? Machen wir mal 85. Ich habe 85, die 54 gegeben. Ich kann nur 54 machen. Ja, aber toll. Jetzt haben wir mal 7 Minuten, bis die fertig sind. Na, aber wenn du Level steigst, geht es immer ein bisschen schneller. So, den ersten Mauerabschnitt haben wir gleich auch eigentlich mal fertig. Miss Crafting now Level 17. Ich muss mir kurz Holz besorgen. Ich habe kein Holz mehr auf Tasche. Kein Holz mehr? Aber es geht ja schnell. 3-4 Bäume, das reicht ja. Ich glaube, mit Holz wollen wir auch gleich Ecken aus. Das Schöne ist ja, wir haben ja Feueräxte. Haben wir? Wir können auch herstellen. Also ich habe eine gebaut. Ah ja, wir können ja craften. Ne, schon gut. Nimm all mein Einwand wieder zurück. Ja. Einwand, Zweiwand, Dreiwand. Hauptsache auch nicht Zweiwand zurück. Naja. So. Alter, also nochmal lang mit der kleinen Quell. Also Evil. Evil? Ja, mit einer 58er brauchst du ewig, um so einen Baum zu fällen. Ja, kennst du gar nicht mehr, ne? Nee. Du kennst ja eigentlich nur noch einen Schlag tot. Oh, wird das neblige? Hab ich jetzt nicht drauf geachtet? Mir sah es irgendwie gerade zu dunkel aus. Du bist bewölkt. Hm. So, ich muss echt schnell die Mauer fertig haben. Ich möchte den Adler nicht die ganze Zeit beim Arbeiten sehen. Ich werde dich hier mal wegnehmen. Und ich sollte gleich unbedingt was trinken. Ich bin nur bei 4%. Ja, guten Durst. Und ich glaube, ich habe mir ein Höschen gemacht, weil ich 2% nass bin. Im Survival-Höschen. Da komme ich nicht ran. Scheiße. Komm weg damit. So,
Mauer, also zumindest der Abschnitt schon fertig, der Holzabschnitt. Jetzt werde ich die untersten noch mit Eisen verstärken und die Mauer an sich nochmal, die Steinmauer nochmal stärker machen. Habe ich gedacht. Ich denke, dafür werde ich mehr Scrap Iron brauchen. Ach Mensch. Machen wir einfach erstmal 200. So, trinken dürfte fertig gewesen sein. Jawohl. Neusetzen geht fast schneller, als sie immer aufzuwerten. Und zwar brennt man sehr gut. Da höre ich doch drin nur am Rumschlucken die ganze Zeit. Er denkt sich, ich arbeite hier drinne? Ach so. Ich bitte dich. Oh, ich brauche. Ich muss Concrete Mix machen. Verdammt. Was brauche ich denn für Concrete Mix? Zement. Also einer wird gleich repariert sich gerade. Ach, aber für, ich glaube für Concrete Mix müssen wir, glaube ich, erst skillen, ne? Ja. Da hinten ist ein Zombie. Den hole ich mir. Oh, Headshot und der Kopf ist explodiert. So wünsche ich mir das. Wo ist denn hin? Da. Du hast aber nicht mal was dabei. Schlingel. Ey, ich hab's doch gelernt. Warum kann ich's denn nicht machen? Aber ich dafür noch Zement brauch. Okay. Crushed Sand. Okay, kann ich noch nicht machen. Crushed Sand haben wir in der Box. Da, 122. Und was war's noch? Und Zement. Da brauchst du Stein für. Und Zementmixer muss man lernen. Aber was willst du mit Zement jetzt eigentlich? Das, du brauchst doch nur Cobblestone. Nein, ich brauche, um die Mauer aufzuwerten, brauche ich Concrete Mix. Ja, du sollst dich aufwerten, du sollst reparieren. Ja, ich will sie ja reparieren. Ja, dann kannst du sie nicht mehr reparieren. Dann ist es schon auf der höchsten Stufe, die du kannst. Ach so. Sag das doch. Alter, wir haben keine Zeit mehr. Ich überlege, wir haben jetzt schon 15:30 Uhr. Und wir müssen ja noch buddeln. Und ich bin jetzt immer noch heiß am Aufwerten. Ja, ich muss die auch noch aufwerten, die Blocks. Ach du Kacke. Ja, oder wir setzen ohne Graben. Einfach nur so. Also ohne kleines Loch. Na, zum ersten Schutz halt, ne? Ja, bevor die Stacheln kommen, meine ich jetzt. Ja, wir haben keine Zeit. Wir müssen das Ding auch noch aufwerten. Das heißt, ich setze es dann erstmal doch erstmal nur so. Oh, hoffentlich ist das Scrap Metal fertig. Die 4. Ich denke, davon brauchen wir nochmal 200. Na, wo haben wir dich? Da. Ja, komm doch her, setz. Wieso kann ich da nicht hinsetzen? Ja, jetzt das spawnst du wieder neu, du Ratte. Wer ist gespawnt? Ja, erst war der Lock weg, der Lock Spike. Und gehe ich näher ran, krieg Schaden und war er wieder da. Wie er sich gehört für einen echten Spike. Mhm. Hast du noch Holz? 69. Oh. Aber in der Kiste ist noch was. Weil ich setze dir das mal so. Und du kannst ja dann losgehen, wenn du fertig bist. Oder vielleicht mache ich es dann, wenn es schneller ist. Dann wieder aufwerten. Ja. Ich jetzt noch irgendwas.
da. Okay. Also, obwohl, das können wir auf jeden Fall schaffen. Wird alles knapp. Das stimmt. Aber ob wir es schaffen, das erfahren wir erst in der nächsten Folge, weil wir wieder am Ende einer Folge sind. Wenn es euch doch gefallen hat, dann schaut auch gerne beim Attaboom vorbei. Der Link zu seinem Kanal ist natürlich unten in meiner Beschreibung drin. Wir sehen uns bei den nächsten Let's Play in den nächsten Tagen auch gerne wieder hier. Bis dahin, haut rein. Ciao.